Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Und dass du inhaltlich alles nachvollziehen kannst, macht es Sinn, dass du den ersten Teil natürlich zuerst hörst. Das heißt, jetzt nochmal auf Pause klicken und dann die Folge zuvor zuerst hören und dann wieder hier einschalten. Alter! 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 Wir müssen reden. Alter! Wir müssen reden. Alter. Alter. Wir müssen reden. Du würdest dich, glaube ich, wundern, wie viele Männer unfassbar, also eben nicht stark, also sich selbst stark sehen oder fühlen beim Thema Sex. Da ist so viel Unsicherheit. Ich glaube, gerade in den letzten Jahren, wo natürlich sehr viel Transparenz in der Gesellschaft, viel mehr Transparenz als früher in der Gesellschaft besteht, also wo einfach, keine Ahnung, ja, Missbrauchssachen auf einmal tagtäglich irgendwo in den Medien auftauchen, dies, jenes, hinher. Das war früher oft aufgrund der wenigen Transparenz oder der, dass man nicht so vernetzt war, nicht so Zugriff auf News, ja, auf Informationen hatten, dass Menschen auch nicht den Mut hatten, drüber zu sprechen. Natürlich zwangsläufig gar nicht auffindbar, ja. Das war, wurde totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes, stillschweigend drüber bewahrt. Und jetzt gibt's halt mutige Menschen, die den ersten Schritt gemacht haben, die irgendwie gesagt haben: So, bei mir ist die rote Linie erreicht. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass mir alles scheißegal ist. Ich sag es und dann halt drüber sprechen. Und ich glaube halt, Männer trauen sich das weniger als Frauen. Das sind Frauen stärker für sich einzustehen als Männer, weil Männer nochmal, wenn die sich mit was nicht wohlfühlen, ja, gleich ihre Männlichkeit oder ihre Stärke, ich muss doch der Beschützer sein, das sind wir nochmal bei dieser Thematik, ne? Der Überflieger, der Superman, der Ernährer, der wow, der Mann. Ja. Also was ist eigentlich ein Mann, was macht ein Mann aus, das meine ich. Dass sie da in der Wahrnehmung von ihrem Gegenüber oder auch von ihrem Umfeld Angst haben, falsch wahrgenommen zu werden oder gleich in eine Schublade gesteckt zu werden. Es ist unfassbar, was da, glaube ich, auf uns einprasselt. An Dogmen von außen, so, weißt du, so, also diese, eine Erwartungshaltung, die es vielleicht noch nicht mal gibt, aber die, von der man ausgeht. Ich bin ja auch zu dem Zeitpunkt, als du noch nicht auf der Welt warst, aber unterwegs warst quasi, bin ich davon ausgegangen, scheiße, ich muss mich um, ne, Baumpflanzen, Haus bauen. Kind habe ich schon gezeugt, aber jetzt muss ich noch einen Baum pflanzen, ein Haus bauen. Ich muss jetzt der Ernährer sein, dies, jenes, hinher, bababab. Ich habe dann später eine Berufsausbildung angefangen, die ich gemacht habe, weil ich dachte, das wird mir einen doppelten Boden schaffen. Nur, weißt du, so solche Geschichten. Mhm. Keine Ahnung, das hat ja alles einen Grund am Schluss, am Ende des Tages. Aber trotzdem geht man da völlig von der falschen Rolle aus. Ja, aber das ist es ja. Also, das ist ja die Kommunikation, von der ich spreche. Also, wie wichtig ist die Kommunikation innerhalb einer Beziehung zu allen Themen? Ich habe das Gefühl, oder ich habe einfach, dadurch, dass ich der Mann bin, fühle ich mich so, als wird von mir jetzt von dir verlangt, oder vielleicht auch gar nicht von dir, sondern allgemein einfach verlangt, dass ich jetzt einfach immer so alles übernehmen, was zum Beispiel, ist ja egal, was es dann. Ja, aber du hast halt gesagt, du hast halt in dem Satz gesagt, vor allem Frauen. Das ist stimmt. Gleich verteilt. Okay. Und du weißt, was ich meine. Du hast recht, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn ist, da draußen gibt's einen Haufen Männer, die genauso stark sind wie Frauen und einen Haufen Männer, die genauso schwach sind wie einige Frauen. Und umgekehrt. Ja. Und es ist keine Schande, weil jeder hat durch, jede Situation ist völlig individuell, denn du kannst doch nicht
das Leben von zwei Menschen, selbst wenn sie im gleichen Ort leben, vergleichen, weil trotzdem jeder seinen, ja, klar, seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen gemacht hat. Und also, ja, krass, okay, das ist schon massiv. Also da hast du, ich habe das nicht gewusst. Habe das auch nicht mitbekommen. Hätte ich auch nie. Hätte ich dir auch niemals, hätte ich dir das vor einem halben Jahr noch nicht erzählt. Nein. Gehört es hierher? Keine Ahnung. Wie meinst du? Hattest du viele, also sehr viele Sexpartner? Ja. Oder es geht. Du kannst natürlich also sagen, hier ist die rote Linie erreicht. Also ich weiß, viele es sind. Hast du eine Liste gemacht? Echt? Ja, echt? Krass. Ich habe eine Liste. Aber nicht mit, der war gut, der war schlecht. Nein, nein. Einfach, so, Sternchen. Bewertung. Ja, folgst mir auf Trustpilot. Nee, oh Gott. Oh mein Gott. Nee, das nicht. Auf meine alten Tage. Ich krieg gar nicht einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, nein. Quatsch, Quatsch. Nein, so spießig bin ich tatsächlich nicht, aber das ist echt ungewohnt. Das ist echt krass. Okay. Also es sind nicht viele. Ich habe die Frage also selbst gestellt, sehr schön. Sagen wir es mal so, ich weiß, dass ich in meinem Freundeskreis auf jeden Fall die bin, die mitunter am meisten Sex hatte und auch Sexpartner hatte. Mhm. Du, wer weiß, wofür das gut ist. Also ich meine, aber es war halt nie, also fast, also nee, stopp, darf ich jetzt, und jetzt ja, kommt, okay, ich bin ruhig, und das Gespräch hatte ich auch erst vor kurzem, seit sieben Jahren habe ich Sex. Und ich habe in diesen 7 Jahren kaum guten Sex gehabt. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich es sage oder nicht, aber ich war halt auch in 2 Beziehungen. Und ich bin, ja, war halt so. Dazu nochmal ganz kurz, nie kommuniziert habe. Mhm. Es wurde nie gefragt, was. Und du hast auch selbst dann nicht. Und ich habe auch selbst nie gefordert. Alter, also, ne. Nee, never, Alter. Das ist der Step, den man machen muss. Okay. Um auch, das ist auch ein Riesenstep zu sich selbst nochmal. Aber es, ich glaube, hätte, wäre auch niemand auf mich zugekommen und hätte gesagt, Alter, jetzt sag mir doch mal, was du willst. Ich glaube, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Mhm. Aber kannst du dich an dein erstes Mal noch erinnern? Ja, und zwar als wäre, ja, das habe ich bildlich vor mir, ja. Oh Gott, das ist ganz schlimm, gell? Für dich. Nicht einfach jedenfalls. Ist nicht einfach, weil es ist halt sau intim und ich denke halt so, oh, fordere ich da jetzt eine Antwort ein, die dich beschämt vielleicht auch irgendwie, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sag ja nicht, mit wem ich wann was hatte. Das keinem was an. Nein. Ne? Also, ganz doofe Frage jetzt einfach. Ja, klar. Nee, Quatsch, Blödsinn. Es gibt keine doofe Frage. Das ist eine gute Frage. Cool. Und zwar, wenn du, was, du hast gesagt, du hast ganz wenig guten Sex gehabt, was natürlich voll schade ist, weil ich einfach jedem Menschen, wenn er Sex hat, gönne, dass es ihn erfüllt und glücklich macht, sofern niemand anderes in irgendeiner Form gegen seinen Willen dabei ist, dass er Glück empfindet. Ist es nachvollziehbar, was ich gesagt habe? Nee, kannst du es nochmal sagen? Ich wünsche jedem guten Sex, sofern niemand anderes gegen seinen Willen etwas machen muss. Ja, vielleicht noch besser oder einfacher ausgedrückt. Ja. Das heißt also, wenn alle Beteiligten es geil finden, im Idealfall, ja? Ja. So. Jetzt hast du gesagt, du hattest ganz selten guten Sex. Und ich frage jetzt einfach auch mal, ja, war das dann eher mit jemand, der, mit dem du in der Partnerschaft warst, dann auch gut? Oder war das dann eher in der Zeit, in der du quasi dir Bestätigung über Sexpartner geholt hast? Gute Frage. Sowohl als auch.
Also wenn du sagst, du hast wenig geilen Sex gehabt, Frage einfach dazu, kann man sich ja dann schon noch dran erinnern, wahrscheinlich an das ein oder andere Mal, ist dann wahrscheinlich schon outstanding, wenn das so eher selten war. Ja, also kannst ja einfach, muss ja keine Details. Ich weiß gerade nicht genau, welche Antwort du für mir willst. Nein, einfach, einfach, weil, keine Ahnung, das hat jetzt nichts mit einer Statistik oder sowas zu tun, die wir da irgendwie führen. Aber ich frage mich halt einfach, hast du guten Sex wahrgenommen, empfunden, eher mit jemandem, der ein Sexpartner einfach nur war oder mit eher mit jemandem, ich muss ehrlich sagen, es kam immer auf die Person drauf an. Also das hat tatsächlich nichts mit dem Partner zu tun gehabt. Mit meinem, ob es jetzt ein Beziehungspartner ist oder nicht. Es kam immer auf. Also. Anders gefragt, war der wenige gute Sex mit einer Person dann eher oder ein, zwei Personen oder waren das, also und war das dann ein in einer Partnerschaft, also in einer Liebesbeziehung auch, oder war es in einer reinen Sexualbeziehung? Das ist eine einfache Frage. Sowohl als auch. Ich hatte eine Beziehung. Okay, gut. In der, und dann hatte ich aber auch keine Beziehung, da war der Sex dann halt auch gut. aber er war nie wirklich das, was ich für mich als Sex, also jetzt als heute. Als geilen Sex als guten. Einfach nur als guten Sex. Okay, Sex. Ja, gut. Also, ja. Okay, ja. Ich habe gerade eine, wie heißt es? Salutiert. Salutiert habe ich. Wem hast du salutiert? Dir. Mir? Ja. Ja. Wir waren eigentlich bei Drama Queens, sind jetzt bei Sexualpartnern, aber. Aber das war ja der Grund. Es war also eine Kompensation, ein ne? Genau. Ich meine, ich sehe da unglaubliche Parallelen. Zu dir? Naja. Nee, zu mir. Nein, zu mir nicht. Also nicht, was das Thema Sex angeht. Ne? Aber was, also was das Thema, dieses Drama machen. Ich glaube auch genau, das ist ja der Grund, warum es mir so aufgefallen ist. Weil wann ist man am meisten genervt? Bei jemand anderem? Wenn der einem den Spiegel vorhält und einem quasi zeigt, was einen an sich selbst nervt. Weil ich habe halt auch oft genug Drama gemacht. Ich meine, es war zeitweilig mein Job, jetzt nicht Drama zu machen, aber halt auffällig zu sein, zu entertainen, zu unterhalten. Und ich habe halt, rückblickend kann ich sagen, dass ich einen Teil meines Lebens damit verbracht habe, eine Rolle zu spielen. Der coole Chris, der immer gut drauf ist, und der am Ende des Tages dann ein Riesenproblem hat, weil er komplett, wie soll ich sagen, geguckt hat, dass er bei anderen Leuten irgendwie in guter Erinnerung bleibt und sich halt verstellt hat die ganze Zeit. Und das ist mir, also das wird mir jetzt nochmal viel deutlicher bewusst, dass ich da, also mich selbst halt komplett in so eine Rolle gedrückt habe, aber halt nur nicht mal eine geile Rolle, also die nicht mal geil ausgefüllt habe. Also das war echt ganz schlechte B-Besetzung, finde ich. Also irgendwie so in dem Dreh. Ja. So, was machst du gerade im Mikrofon? Ich setze mich gerade um. Ei. Ich habe mich umgesetzt, aber ich irgendwie gar nicht geil gerade, die Position. Ich habe nämlich noch Muskelkater im Rücken und ich ist jetzt gerade irgendwie nicht so gut. Du hast die letzten 4 Folgen Muskelkater. Ich stimmt. Ja. So, ich erkenne mich in dem Drama-Queen-Ding auf alle Fälle wieder und merke einfach, dass ich selbst dieses Drama auch gemacht habe, dass ich ganz oft
Leuten meine Unzufriedenheit aufgedrängt habe. Oh, beispielsweise zu Corona, jedem habe ich gesteckt, wie scheiße ich die entsprechende Situation gerade finde. Stimmt. Und wie scheiße dies ist und wie scheiße jenes ist und und jeden drittes und viertes und fünftes Mal habe mich darin gesuhlt, in dieser Unzufriedenheit. Und was passiert? Es kommt einfach noch mehr Unzufriedenheit und noch mehr. Das ist schon krank, ne, wie man sich selbst manipuliert in dem Moment. Also Opferrolle, ne, das ist Opferbewusstsein, Opferrolle. Ich glaube, da würde ich auch mal jemand einladen zu diesem Thema Opferrolle, Opferbewusstsein in unserem Podcast. Der war ich ja auch oft in der Opferrolle. Oh ja, ich meine, das ist natürlich auch, ja klar, was bekommen denn Opfer? Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich habe gesehen. Wahrgenommen. Ich habe in den banalsten Situationen aber auch dazu geneigt, zum Beispiel, das habe ich ja vorhin schon erzählt, Stress zu machen. Wenn ich zum Beispiel Sporttermine, die ich ja wirklich für meinen Körper und meine Gesundheit mache, die waren für mich, mein Gott, ich muss heute noch in den Sport. Und wenn ich im Sport war, Papa, hast du gesehen, ich war heute im Sport. Und jetzt gehe ich 3, 4, 5 Mal die Woche ins Gym, je nachdem. Und ich sage gar nichts. Also was mir wirklich eine Weile, und das ist mir echt auf den Sack gegangen, um es mal ganz konkret zu sagen, das war wirklich dieses, ich muss jetzt noch heim. Ja, wenn du zu Hause übernachten willst, musst du nach Hause. Ich muss was kochen, muss ich was essen. Das war eine Phase. Das war nicht allzu lang, finde ich, aber die ist mir echt auf den Sack gegangen, weil, also das möchte ich aber auch nicht unter Drama Queen abspeichern. Das war einfach wie du es eben selbst auch gesagt hast, da hast du selbst einfach ein Aufmerksamkeitsdefizit vielleicht nochmal kompensiert, ja, indem du einfach schnell, hallo, ich bin da, ich bin hier, mir geht's echt gut, aber genau. Oh, apropos existiere noch. Geil, dass du das jetzt gerade sagst. Das wäre was? Meinst du gerade? Nee, ich. Aber du hast Tränen in den Augen irgendwie. Du hast Tränen in den Augen, oder? Nee. Ich hab grad so gemacht. So okay. Da war ich so an der Nase. Was mich interessieren würde. Ja. Ich muss das einfach mal fragen. Die Antwort hebst du dir aber auf. Für später. Für eine spätere Folge. Oh, wow. Diese Frage und damit. Da möchte ich von dir eine brachial, absolut ehrliche Slap-in-the-Face-Antwort haben. Ich als dein Papa, habe ich mich oft genug bei dir gemeldet, beziehungsweise, ja, habe ich mich oft genug, oder habe ich mich richtig und oft bei dir, oft genug bei dir gemeldet. Damit möchte ich dich auf jeden Fall mal in eine der nächsten Folgen schicken. Mhm. Ich weiß die Antwort jetzt schon. Aber wir können sie gerne aufgeben. Okay, nee, auf jeden Fall. Das ist zum einen eine eigene Folge wert und zum anderen möchte ich da auch drüber sprechen, aus meinem Blickwinkel hin. Sie. Genau. Drama Queen. Ich habe im Moment durch diese Erkenntnis auch, dass ich selbst halt da so viel provoziert habe, glaube ich gar nicht, dass wir da groß weiter drüber sprechen müssen. Zumindest jetzt nicht. Ich meine, das ploppt sowieso wieder auf in einer anderen Geschichte nochmal. Und ich glaube, abschließend einfach zu sagen, aus dieser Folge ganz wichtig für mich auch, ganz tollen Satz, den du gesagt hast, man muss das sich selbst geben können und kein anderer Mensch kann dir diese Aufmerksamkeit geben. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, nicht die Bestätigung zu bekommen, die euch zusteht, geht doch einfach mal, nachdem diese Folge fertig ist, an den Spiegel und stellt euch mal vor diesen Spiegel. Schaut euch mal an, wie liebenswert ihr seid. Schaut euch an und fangt an, euch genau, also Details
einzuprägen, anzuschauen, sie zu beleuchten und die Unregelmäßigkeiten, die Unebenheiten, die Kratzer, die Kanten, die Narben. Die Narben. Schaut euch bitte die kleinen Pickelchen an, die Mama hat. Der Papa hat mit mir die Übung gemacht. Und ich habe so angefangen zu weinen. Und er hat von mir verlangt, mir da währenddessen zu sagen, ich liebe mich. Mhm. So wie ich bin. Ich habe dich drum gebeten. Ich habe es nicht verlangt. Ja, stimmt. Aber ich habe das für dich zu leise gesagt. Und dann habe ich es immer nochmal lauter und bestimmender sagen müssen. Mhm. Und ich habe mir irgendwann so Zettel geschrieben, kleine Post-its. Die habe ich mir immer ins Eck von einem kleinen Spiegel geklebt. Ja. Und jedes Mal, also da stand, ich liebe dich drauf. Ich liebe mich stand da drauf. Und oder auch sowas wie, ich bin genug, ich bin perfekt, ich bin großartig. Ja, genau. Also solche Sachen habe ich mir dann überall auch in mein Zimmer geklebt. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, weil man liest es unterbewusst und wenn das Unterbewusstsein liest, ich liebe mich, dann liebst du dich irgendwann auch. Aber natürlich musst du es auch glauben. Also du musst dir das ist schon natürlich ein Prozess, da muss man auch mit sich selbst oder an sich selbst arbeiten. Aber man muss auch halt hinschauen und man darf halt nicht wegschauen. Und es ist halt dann eine direkte, bewusste Konfrontation am Spiegel mit sich selbst. Und das ist. Wir machen jetzt zum Abschluss. Wir verabschieden uns jetzt schon. Und machen dann zum Abschluss eine Spiegelübung zusammen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich lasse genauso die Hosen runter wie Leonie und Chris, und zwar vor mir selbst, dann seid ihr herzlich eingeladen, diese Übung mitzumachen. Als erstes aber vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart bei den letzten beiden Folgen zum Thema Drama Queen. Wenn ihr uns irgendwas zukommen lassen wollt, könnt ihr das tun unter 015 678 90 30 25. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Ihr könnt uns dort eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr wollt und uns das erlaubt, dann werden wir diese Sprachnachricht auch gerne veröffentlichen im Podcast. Wir sind sehr daran interessiert zu wissen, was ihr denkt zu einzelnen Themen oder auf zum Podcast. Fall, ja. Sagt uns richtig mal die Meinung. Und solltet ihr Gefallen an dieser Folge gefunden haben oder auch an anderen Folgen, dann freuen wir uns über 5 Sterne in eurer Podcast-App, über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast teilt, mit Freunden, mit eurer Community, wo auch immer ihr gerade seid. Genau. Sie. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. Das hat sich ganz seltsam angehört. Können wir es nochmal machen? Wieso denn? Das bleibt so drin. Wir schneiden nichts. Okay, dann lass mich so. Tschüss. Okay, dann machen wir jetzt die Spiegelübung. Stell dich bitte vor deinen Spiegel und schau dich einfach mal ganz genau an. Schau dir in die Augen. Welche Augenfarbe hast du? Wie sehen deine Augenlider aus? Deine Augenbrauen? Vielleicht runzelst du mal kurz die Stirn, schneidest mal eine Grimasse, zeigst dir mal, wie flexibel du bist, schon dein ganzes Leben lang. Zieh mal die Augenbrauen hoch,
Und jetzt versuch mal dein Gesicht komplett zu entspannen. Schau dir deine Wangen an. Deine Haut. Vielleicht siehst du da irgendeine Unebenheit. Oder ein Härchen, das da vielleicht nicht sein soll oder das du da nicht haben willst. Ein Leberfleck. Ein Pickel. Vielleicht kitzelt dich gerade ein Haar im Gesicht. Schau dir deine Nase an. Vielleicht ist sie klein. Vielleicht ist sie groß. Vielleicht ist sie spitz oder auch ganz rund und breit. Deine Ohren vielleicht gut sehen, weil sie etwas abstehen. Vielleicht auch weniger gut, weil sie sehr knapp am Körper, am Kopf anliegen, weil die Haare sie verdecken. Vielleicht hast du auch gar keine Haare. Schau dir deine Haarfarbe an. Oder solltest du keine Haare haben, deine Glatze, die Haut, glänzt sie, ist sie matt? Sind da kleine Härchen? Und wenn du jetzt da in diesen Spiegel schaust, mach dir mal bewusst, dass es niemanden, wirklich gar niemanden auf dieser Welt gibt. Selbst wenn du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hättest, die genau, exakt, genau so aussieht wie du. Weil du da zum Beispiel dieses eine Härchen hast oder diesen einen Pickel oder irgendwie eine Narbe. Ein Erlebnis, das nur du hattest. Kein anderer genauso nachvollziehen kann, wie du es erlebt hast. Weil nur du es durch deine Augen, durch die Augen dessen, der es erlebt hat, gesehen hat. Nur deine Ohren können dir das Gefühl geben, wie sich das anfühlt, etwas zu hören in so einer Situation. Und nur deine Nase. Und die Erinnerung daran, an diesen Geruch in einer entsprechenden Situation, im Zusammenhang vielleicht mit einem Erlebnis, was sich bei dir vielleicht mal eingebrannt hat, positiv oder auch negativ. Und genau das macht dich so absolut einzigartig und absolut großartig. Und diese Einzigartigkeit, dass kein anderer Mensch, selbst dein Zwilling nicht, genau an dieser Stelle diesen vielleicht für dich zuerst so unangenehmen Pickel oder dieses eine Härchen hat oder was es auch immer ist, ein Leberfleck. Genau das, diese Kante, ist die Einzigartigkeit und die Großartigkeit von dir. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann darfst du zurückschauen auf Ups und Downs, auf Wohlfühlmomente und Momente, wo du vielleicht sagst, boah, da kann ich gut drauf verzichten. Aber schlussendlich machen diese Momente dich zu dieser Person, zu diesem Mensch, zu diesem Lebewesen, zu dieser Einzigartigkeit, die du heute bist. Und deshalb nimm deine rechte Hand, heb sie hoch
schau sie dir einmal kurz an. Einmal direkt, einmal im Spiegel. Dreh sie. Und jetzt nimm deine rechte Hand und leg sie auf deine linke Schulter. Leg sie ab und spür das Gewicht von dieser Hand auf deiner Schulter. Jetzt löst das Gewicht etwas, dass die Hand die Schulter nicht mehr berührt. Und leg es wieder auf die Schulter. Und jetzt machst du das etwas schneller. Ja, klopf dir auf die Schulter. Und sei stolz darauf, dass du einen unfassbaren, einzigartigen Weg, den niemand zuvor von dir gegangen ist und niemals jemand nach dir wieder gehen wird, gehst. Schau in den Spiegel, in deine Augen und schenk dir das wunderschönste Lächeln, das es gibt.